Mika Häkkinen. At this point, they know that Ayrton Senna is dead. And there's, you know, another side of racing. These two guys, Häkkinen and Schumacher, going on to win multiple championships, and Nicola Larini to just slide into sort of complete Formula One oblivion. And that's what Formula One's kind of like, you know. Mika Häkkinen at that time, never thinking probably got two world championships to come. The anthem cut short, and no champagne spread. Certainly no good feelings. I mean, just win the race, but I can't feel satisfied. Can't feel happy. I mean, what happened this weekend, never have seen something like this. Not just one thing, so many things. The only thing I can say about this is I hope we learn from this. I think there is a lot to learn from, and we have to use this. And things like this, they shouldn't happen without taking the experience. Wer nur eines zu tun hat, ein Rennen zu starten und nachher dann im richtigen Moment die Fahne hinunterzugeben, wenn das Rennen aus ist, der muss doch in der Lage sein, was jedes Kind hat. Der kann einfach zu schauen, wo es mit dem letzten Auto steht es, und dann seinen Start machen. Aber leider ist es nicht so. Und deswegen glaube ich, muss man das dem Veranstalter jetzt aus der Hand nehmen, das selber starten. Man muss einfach einen von uns nehmen, also irgendeinen halbwegs intelligenten Menschen. Auf, dass besonders heuer unheimlich viele Unfälle bei Start sind und dass vor allem die Fahrer, die hinten stehen, die es im Training nicht geschafft haben, sich ganz nach vorne zu fahren, durch wüste Manöver immer wieder versuchen, die Nachteile, die sie im Training erwirtschaftet haben, dann durch einen Räuberstart einigermaßen gut zu machen. Ja, dazu muss man noch einmal sagen, zum Beispiel in Schweden war es so, dass die Startfolge ist es so, dass wenn das Rotlicht ausgeht, muss das Grünlicht kommen. In Schweden war es zum Beispiel so, das Rotlicht ging aus, aber das Grünlicht kam nie. Ja, jetzt war also das halbe, das Grünlicht kam erst nach 2-3 Sekunden. Jetzt war das halbe Starterfeld verwirrt, keiner wusste, ob er jetzt fahren soll oder nicht. In Hockenheim war es zum Beispiel so, dass wir um die Kurve kamen und noch nicht einmal, wir waren noch weg, 50 Meter vom Start, war schon das Rotlicht. Das heißt 10 Sekunden und dann ist er losgegangen. Also es ist so einfach, finde ich, aber es ist einfach nicht zu machen. Glauben Sie, dass durch diese verunglückten Starts diese mangelnde Disziplin Patrese zum Beispiel direkt provoziert wird? Auf jeden Fall, weil der Patrese natürlich, in dem Fall meiner Meinung nach sehr mitschuld an dem Unfall, seine Chance gesehen hat. Er hat gesehen, seine Chance, die ersten, die da vorne sind, die gestanden sind, zu überholen. Und hat alles probiert. Nur meiner Meinung nach ist es so, dass wenn man sieht, es geht nicht mehr, mit Gewalt geht es nicht. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich will jetzt nicht nur dem Starter die Schuld geben, in diesen Rennauto sitzen ja lauter Menschen, dass man vom Gas geht. Man kann ja auch sehen, es geht sich nicht mehr aus und ich muss also vom Gas gehen oder vielleicht auch bremsen. Das kann natürlich sein, dass ich 5 oder 6 Positionen verliere, aber es ist mir lieber, ich habe 5 oder 6 Positionen verloren und bin sicher durch die erste Schikane, weil wenn mein Auto schnell ist, überhole ich die eh alle wieder. Im Ausnahmefall vielleicht Monte Carlo. Aber wenn das Auto langsam ist, dann hilft es mir ja eh nicht, ob ich jetzt da 5 erwischt habe, weil die fahren wir dann in 3 Runden eh wieder vor. Ich würde vorschlagen, schauen wir uns jetzt, nachdem der Niki Lauda uns das Ganze nur mehr erklärt hat, den Start. Zu sagen, trägt, doch gar nicht so schnell umorientieren. Man muss sich vorstellen, auch wenn man mit der Hand jetzt, Autopilot ausgeschalten, das World Trade Center erwischen will und man sieht ja den letzten Absturz, wenn man so will, kommt er schon in einer großen Steillage in dieses das Gebäude hineingeflogen. Da muss man schon genau wissen, wie weit der Radius eines Flugzeugs ist, auch wenn ich ihn hineinlege, um dieses World Trade Center zu erwischen. Das heißt, die müssen voll ausgebildete 767 oder 757, eh das gleiche Typeriting, Piloten gewesen sein, weil sonst hätten sie es auch verfehlt. Das kann also sicher nicht sein, dass da irgendein halb ausgebildeter das irgendwie probiert, weil dann trifft er es gar nicht. Es ist gar nicht so einfach aus einer Kurve heraus, wenn er gerade auf das World Trade Center losfliegt, aber in dem Fall war es nicht so, ist es relativ einfach. Wenn er aus einer Kurve kommt, dann muss er schon genau wissen, den Radius, der die Geschwindigkeit des Flugzeuges vorgibt, genau so zu berechnen, dass er eben dann dort hineinknallt. Ich habe gerade aus der Regie gehört, es gibt ein paar Bilder. Ich weiß nicht, was er genau da drin macht. Vielleicht sehen wir die Bilder gleich. Also, er steigt ins Auto. Ich verstehe das alles jetzt nicht so ganz. Passt auf jeden Fall rein. Also ich hoffe, wir können das Rätsel gleich lösen. Ich denke, Kai Ebel kann uns da vielleicht noch ein paar Informationen geben. Kai, bitte. Ja, Florian, zumindest sehe ich gerade eins. Ich habe gerade Christian Klien gesehen und der gehört ja bekanntlich auch zum Formel-1-Team von Red Bull. Und deswegen gehen wir doch gleich mal dahin. Christian, ja, was ist denn da los jetzt beim Team? Stichwort Niki, was ist mit Ihnen? Ja, leider großes Problem. Ich habe, glaube gestern was Falsches am Abend gegessen, irgendwie einen Fisch. Und habe jetzt eine Magenverstimmung und der Arzt hat mir doch abgeraten, morgen zu fahren. Leider riesen Scheiße, weil ich würde natürlich gern morgen vom Platz 13 starten, aber keine Chance.
Das heißt, Sie bemühen sich jetzt schon um Rückflug? Geht es jetzt wirklich schon direkt nach Hause oder hoffen Sie noch, dass sich was ändert? Nein, ich versuche jetzt hier zu bleiben und das Ganze auskurieren, weil im Flieger wird es sicher auch nicht besser werden. Ja, dann bleibt mir nur Ihnen gute Besserung zu wünschen. Dankeschön, Christian Klien. Ja, ich muss sagen, ich bin auch noch ganz überrascht, muss erst mal sacken lassen, aber Florian, ich denke, ja, vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr, ne? Ja, vielen Dank, Kai. Das ist natürlich jetzt bitter für Christian Klien, aber ich habe da so einen Verdacht. Ich weiß nicht, ob tatsächlich jetzt Niki Lauda bei Red Bull ins Auto steigt. Das wäre für mich jetzt eine Sensation. Hier ist dein Mikro. Hör mal, ist das jetzt wirklich so, wie wir vermuten, dass du morgen den Grand Prix fahren wirst hier? Also ich bin selber überrascht, muss ich ehrlich sagen, aber der Herr Matisch hat mich angerufen. Der Christian scheint krank zu sein. Was er genau hat, wird sich noch herausstellen. Er hat uns gerade gesagt, er hat sich den Magen verdorben. Und ob ich fahren würde? Sag ich, wenn es alle Genehmigungen gibt, dann würde ich mir das überlegen. Und jetzt ist die Frage, gibt es die Genehmigungen? Ja, also wir haben gehört, also jetzt kriege ich gerade hier so ein offizielles Press Release von der FIA. Change of drivers confirmed. Niki Lauda will replace Christian Klien. Also offensichtlich erlaubt wäre es. Ja, traust du dir das denn zu, hier eine Grand Prix-Distanz durchzuhalten? Pass auf, das überrascht mich natürlich. Ich muss mich jetzt wirklich mit dem ganzen Ding auseinandersetzen. Ins Auto setzen, mal lernen, wo die Schalter und das alles ist. Und werde dann jetzt mich einmal vorbereiten. Und deswegen bitte ich dich jetzt... Ja, was mache ich morgen? Ja, das ist mir jetzt ziemlich wurscht. Es gibt Prioritäten im Leben. Und die sind jetzt hier zu fahren und nicht mit dir da hier herumzuspekulieren. Und deswegen bitte ich dich, mach das morgen alleine. Sag denen in Köln, sie sollen sich auf das einstellen, dass du allein dastehen wirst. Aber das hättest du schon öfter gegeben. Und ich gehe mich jetzt mit der ganzen Materie richtig auseinandersetzen. Also macht das Ganze keinen Sinn. Also ich würde sagen, überleg dir das gut. Das wäre ein Hammer, wenn Nick... Ja gut, das ist ja nicht ganz ungefährlich, wenn man schon länger nicht im Formel-1-Auto gesessen hat. Ja, ich darf ja morgen noch ein paar extra Runden fahren. Also das wurde schon, ich kann es nicht so einfach einsteigen. Okay. Ich darf morgen eine Stunde allein trainieren oder 45 Minuten und dann werde ich halt schauen, wie es geht. Also dann drücken wir die Daumen. Also Sie sehen, die Ereignisse überschlagen sich hier in Melbourne. Niki, mal schauen, wie wir dann morgen unsere Sendung machen, aber das ist mir erstmal ziemlich egal. Ich drücke dir die Daumen. Ja, konzentrier dich. Dankeschön, meine Damen und Herren. Also morgen Niki Lauda ganz offensichtlich beim australischen Grand Prix im Cockpit. Das alles zu sehen ab 5 Uhr live hier bei RTL. U ambiciozní stáje Jaguar. A k testům se odhodlal proto, aby se s monopostem důkladně seznámil a mohl později konzultovat s piloty jeho případné nedostatky. Niki Lauda z Formule 1 prakticky nikdy neodešel. Ale skutečně 17 let do kokpitu závodního stroje neusedl. Samozřejmě jeho testovací jízdu sledovali oba dva piloti týmu, jak Eddie Irvine, tak Španěl Pedro de la Rosa. A Laudovi se ale testovací jízdy příliš nepodařily. Říkal, najížděl jsem do zatáček ve stejné rychlosti jako Pedro, ale prostě se mi nepovedlo ji projet. Novináři potom Laudovi jízlivě připomněli jeho výrok, že dnešní Formule 1 může řídit i cvičená opice. Eddie Irvine svého sportovního ředitele velmi bedlí... Niki Lauda, 29 anni, austriaco, il campione computer, il pilota cui forse la Formula 1 deve buona parte del suo rilancio. Il suo nome, amato e odiato, è già entrato nella leggenda. Niki Lauda è un robot con l'anima. The cap is my protection for stupid people looking at me stupidly. They always want to see what the hell's going on under the cap.